Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie begrüßen hier auf dem Digital Future Congress Virtual, der seit heute Morgen um 8 Uhr läuft und wirklich überaus gut besucht ist. Wir haben insgesamt 5 Hallen für unsere Aussteller und präsentieren das Programm auf 5 Bühnen. Und heute sind wir mit den ersten beiden Bühnen aktiv. Es geht um das Thema, ja, Vertrieb, Marketing auf der Bühne 1 und das Thema Infrastruktur. Trotzdem haben wir heute auch ja, Keynote-Speaker eingeladen und ich freue mich jetzt auf einen Vortrag, der, glaube ich, sehr außergewöhnlich sein wird, weil es ein außergewöhnlicher Mensch ist. Wir haben Herrn Wladislaw Jawtschenko eingeladen und er hat zugesagt, sich hier heute zu präsentieren. Und ich bin sicher, dass Sie mit Herrn Jawtschenko nicht unbedingt in einen Debattierstreit treten möchten, denn ich bin mir sicher, Sie werden ihn verlieren. Warum sage ich das? Weil Herr Jawtschenko nämlich internationaler Top-Speaker ist, weltweit anerkannt und er hat auf Europa- und Weltmeisterschaften im Debattier- und Turnierwettbewerben ja große Preise gewonnen. Und er ist heute hier bei uns und er spricht über das Thema Kommunikation. Kommunikation im digitalen Zeitalter, das hat auch viel zu tun mit digitaler Rhetorik, da wird er sicher noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen sein Steckenpferd. Und er sagt, vom Prinzip verändert diese Welt, die Digitalisierung, nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern sie verändert vor allen Dingen auch schon die Inhalte. Und darum geht es jetzt in diesem Vortrag. Vielleicht noch ein paar Takte zur Person selber. Er ist studierter Politikwissenschaftler. Er hat in ja, New York und München studiert. Er ist außerdem studierter neuere Geschichte hat er studiert und Literaturwissenschaft. Und das macht ihn wiederum zu dem, was ich gerade gesagt hatte. Er ist auf jeden Fall auch TEDx-Speaker 2019, hat den Speaker Slam 2019 gewonnen und hat auch, wie gesagt, eine ganze Menge Auszeichnungen und Medaillen vielleicht in dieser Art auch gewonnen. Im Vortrag geht es jetzt darum, wie sich unsere ja, Kommunikation verändert. Es geht um Fake News, es geht um Rhetorik in diesem digitalen Zeitalter und auch wie Generationen mit dieser Kommunikation umgehen. Stichwort Generation Y or Z. Und ich darf jetzt live auf unserer Bühne hier, in der virtuellen Bühne des Digital Future Congress, begrüßen Herrn Wladislaw Jawtschenko. Können Sie mich hören und können Sie auch zu uns kommen? Ja, danke für das freundliche Vorwort. Ich hoffe, Sie können mich sehen. Ja, ich kann Sie sehen und ich freue mich erstmal, dass Sie bei uns sind und unseren ja, Kongress auch wirklich bereichern. Wir haben heute um die 1200 Teilnehmer insgesamt auf der Plattform und jetzt im Vortrag sind auch sehr viele Leute schon angemeldet. Und ich freue mich jetzt, ja, dass Sie sozusagen übernehmen. Vielleicht können Sie jetzt schon auch Ihre Bildschirmpräsentation mal starten. Das müsste jetzt auf Ihrem Schirm, dann können Sie sozusagen das Management des nächsten Vortrags übernehmen. Wunderbar. Digitale Rhetorik lese ich da. Ich wünsche unseren Besuchern jetzt einen wirklich sehr spannenden Vortrag zum Thema Keynote Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Herr Jawtschenko, the stage is yours. Es geht also in meinem Vortrag um das Thema digitale Rhetorik. Sicherlich haben Sie das Wort Rhetorik schon häufiger mal gehört. Rhetorik ist schlicht und einfach die Kunst, Menschen zu überzeugen. Aber die Frage ist, wie überzeugen wir eigentlich im digitalen Zeitalter? So wie heute, wo nämlich die meisten Menschen miteinander digital kommunizieren, sei es durch Posts auf Facebook, sei es durch E-Mails oder gerade wie hier ein Kongress, bei dem ich als Speaker digital vor Ihnen sitze. Und da möchte ich Ihnen etwas mitgeben über das Thema digitale Rhetorik und wie Sie Menschen über digitale Kanäle eben überzeugen können. Ich möchte anfangen mit der Agenda. Was erwartet Sie in den nächsten 20 bis 25 Minuten? Der erste Punkt wird sein, wir sprechen über das Hauptproblem in der
heutigen Kommunikation. Und was es ist, verrate ich Ihnen gleich. Wir sprechen anschließend über die drei Schritte, die Sie idealerweise anwenden sollten, um Menschen zu überzeugen. Anschließend geht es um die sogenannte Sofortness, von der Sie möglicherweise schon gehört haben. Und zum Schluss geht es auch um die Generationen Y und Z oder Y und Z, also um die jungen Menschen und wie wir als vielleicht ältere Semester, zu denen ich mich mittlerweile ja schon dazu zählen muss, wie wir diese überzeugen können. Ganz zum Schluss haben wir noch einen Teil der Q&A, das heißt Questions and Answers. Wenn Sie eine Frage bereits jetzt schon haben, dann können Sie Ihre Frage sehr gerne in das Chatfeld eintragen. Und zwar haben Sie dazu die Möglichkeit, dass Sie einfach zwischen und ich sehe Sie vielleicht schon hin und wieder und mit einem schielenden Auge, dass Sie Ihre Frage eintragen und anschließend werde ich sie am Ende des Vortrags beantworten, so denn die Zeit dafür ist. Und das war eine kurze Übersicht, was Sie jetzt erwartet. Kommen wir jetzt zu dem Problem, also das Hauptproblem in der heutigen Kommunikation. Warum ist Kommunikation im digitalen Zeitalter so schwer? Und die Antwort darauf, die sehen Sie ja schon auf dem Slide, die Antwort darauf ist Informationsüberfluss. Informationsüberfluss, so viel Information wie noch nie, tritt und tröpfelt auf uns ein jeden Tag. Aktuell haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, meinen Online-Vortrag zu sehen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, parallel andere Online-Vorträge zu sehen. Sie könnten parallel auch E-Mails beantworten. Sie könnten Telefonate führen. Sie könnten eine WhatsApp-Nachricht absenden oder auch empfangen. Und ich würde das gar nicht sehen, denn Sie können mich sehen, aber ich kann nicht Sie sehen. Insofern ist im Zeitalter der Digitalisierung ein Kampf ausgebrochen, und zwar der Kampf um Ihre Aufmerksamkeit. Und diesen Kampf, den muss man erstmal gewinnen, denn es gibt unglaublich viele Parallelangebote und so viel Informationen wie heute im 21. Jahrhundert gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie. Also allein schon, wenn wir 20 Jahre in die Vergangenheit gehen, gibt es viel weniger Informationen und wenn wir 200 Jahre in die Vergangenheit gehen, dann gibt es gar keinen Informationsüberfluss. Aber heute und immer mehr mit jedem Tag gibt es da draußen einfach immer mehr Angebote, mehr Webinare, mehr Podcasts, mehr YouTube-Videos, mehr Online-Kongresse, mehr Live-Kongresse. Sie kennen ja das Spiel, wenn Sie einmal kurz in Ihren Posteingang schauen. Und wenn wir dieses Problem jetzt identifiziert haben, dass das der Informationsüberfluss ist, ist natürlich die Frage, was ist denn die Lösung dieses Problems? Und ich kann Ihnen eins schon mal verraten, Sie können nicht die Information reduzieren, die es da draußen in der Welt gibt. Es wird immer mehr Informationen geben, es wird immer mehr Blogposts geben, es wird immer mehr Werbung online geben, es wird immer mehr E-Mails da draußen geben, aber es gibt dennoch eine Lösung, die Sie als digitaler Rhetoriker sehr gut anwenden können. Und diese Lösung heißt Orientierungswissen geben durch Expertenstatus. Was meine ich damit? Es gibt zwar eine Vielzahl an Informationen, also ein Ozean an Möglichkeiten, sich auditiv oder visuell oder wie auch immer weiterzubilden, sich zu unterhalten und so weiter und so fort. Aber es gibt gar nicht so viele Top-Experten da draußen. Das heißt, es gibt viele Quellen, aber die Qualität dieser Quellen ist nicht immer hervorragend. Das heißt also, wenn Sie ein Top-Experte sind oder werden und das auch nach außen hin zeigen, dann können Sie Ihrer Audience, also Ihren Menschen, die Sie kontaktieren, ein Orientierungswissen geben. Und mit diesem Orientierungswissen meine ich nicht einfach hier mal drei Tipps, dort mal drei Tipps, sondern eine wirklich umfassende Strategie an Informationen in einer ganz bestimmten Reihenfolge, die Sie Ihrer Audience zur Verfügung stellen und die Ihre Audience auch gerne konsumiert, weil sie Ihnen als Experten eben vertraut. Das heißt also, obwohl es einen Ozean gibt an Informationen, könnten Sie ein Leuchtturm sein in diesem Ozean, der zumindest einem Teil der Bevölkerung, einem Teil, den Sie erreichen können, eine wegweisende Stütze gibt und auch das Licht in der Brandung ist oder das Licht in der Dunkelheit. Und dieses Licht, das ist natürlich schön, wenn Sie das mit der Zeit ausbauen wollen. Und wie Sie das schaffen, das möchte ich Ihnen natürlich zeigen. Und zwar im Schritt 1 der digitalen Strategie und der digitalen Rhetorik heißt es, dass Sie ein digitales Experten-Image
Image aufbauen. Das heißt, sie sind Experte, aber nicht nur Experte an irgendeiner Universitätsbibliothek, sondern im Netz. Egal, bei welchem Kanal es sich handelt, sie sollten auf jeden Fall ein digitales Experten-Image aufbauen. Was heißt das? Das heißt zum einen digital präsent sein, das ist mein erster Punkt auf dem Slide, und zwar konstant digital präsent sein. Ob sie das in Form von wöchentlichen Blogs, wöchentlichen Podcasts, wöchentlichen YouTube-Videos oder Posts auf LinkedIn oder Twitter oder Xing machen, der Kanal ist Ihnen natürlich ganz freigestellt. Sie können natürlich auch alle Kanäle nutzen, aber zumindest digital präsent sein heißt zumindest auf einem Kanal konstant Wissen weitergeben, damit Sie auch wahrgenommen werden als der digitale Experte zu einem bestimmten Thema. Nummer zwei ist es, und das ist unabdingbar, ist es natürlich, sein eigenes Wissen zu erweitern. Es ist ja heute so, dadurch, dass immer mehr Informationen zur Verfügung steht, online und offline, haben wir die Möglichkeit, immer mehr Wissen aufzusaugen. Und die Experten sind besonders gefragt, die ihr Wissen kontinuierlich ausbauen. Ich persönlich mache das zum Beispiel dadurch, dass ich jeden Tag mir eine Stunde investiere, um mich weiterzubilden, sei es durch Podcasts, sei es durch YouTube-Videos, sei es klassischerweise durch Bücher. Aber mein Arbeitstag, also meine 8 Stunden bestehen darin, dass ich eine von diesen 8 Stunden am Tag mich für Weiterbildung interessiere und diese Zeit auch blocke, als wäre das ein Kundentermin. Denn nur so können wir neue Informationen, die natürlich ständig auf uns einprasseln, aufnehmen und dieses Wissen und diese Expertise auch glaubhaft übertragen, indem wir eben nicht nur über die Vergangenheit sprechen, sondern über aktuelle Ereignisse ebenfalls sprechen. Der dritte Punkt, den Sie hier auf meinem Slide sehen, ist, den digitalen Kanal auszusuchen. Das ist Ihnen, wie gesagt, freigestellt. Es gibt ja heutzutage Twitter, es gibt Instagram, es gibt Facebook, es gibt LinkedIn. Und da würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie dieses konstante Posten von Inhalt noch nicht haben, dass Sie sich zumindest einen Inhalt oder einen Kanal aussuchen. Sie müssen also nicht gleich auf 10 Plattformen verfügbar sein und auch als Experte auftreten. Das ist erstmal eine Überforderung, sondern wie es in einem Gedicht bei Wolfgang Goethe heißt, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Das heißt, beschränken Sie sich zunächst einmal auf einen Kanal und bespielen Sie diesen einen Kanal mindestens einmal in der Woche, wenn Sie besser sein wollen, 2-mal in der Woche. Und wenn Sie richtig, richtig schnell nach vorne kommen können oder wollen, dann könnten Sie diesen Kanal wirklich jeden Tag von Montag bis Sonntag bespielen und dort eben dieses digitale Experten-Image aufbauen. Und das ist der vierte Punkt auf meiner Folie, sich mit anderen Experten austauschen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, denn der Experte sitzt niemals alleine in seinem Elfenbeinturm, sondern er tauscht sich konstant mit anderen Experten aus. Und dieses können Sie natürlich auch digital zeigen, indem Sie sich mit anderen Menschen digital vernetzen und anschließend auch den Menschen zeigen, dass sie mit Experten zu sehen sind, dass sie mit ihnen auf Augenhöhe diskutieren. Und das steigert natürlich auch ihre eigene Autorität. Ich möchte Ihnen jetzt mal ein kleines Beispiel aus meiner persönlichen digitalen Expertise geben. Und zwar, wie ich das mache im Netz mit dem Thema digitales Experten-Image. Sie sehen hier ein Foto von meinem Podcast. Und mein Podcast heißt Menschen überzeugen. Und in diesem Podcast, da veröffentliche ich 2-mal in der Woche eine Podcast-Folge. Und einmal ist es eine Solo-Folge, da vertrete ich meine eigene Meinung und da gebe ich Tipps zum Bereich Rhetorik, zum Bereich Argumentation, Verkaufen, Verhandeln, also alles, was mit Business-Kommunikation zu tun hat. Sie werden im Podcast aber auch jede zweite Folge eine Experten-Interview-Folge sehen, wo ich andere Experten einlade und mit ihnen über ganz bestimmte spannende Dinge spreche. Zum Beispiel mein letztes Interview, was heute online ging, ist mit dem Gedankenleser Thorsten Habener und den kennen Sie vielleicht auch aus Büchern oder Live-Vorträgen und da lasse ich eben andere Experten zu Wort kommen und mit ihm spreche ich über das Thema Gedankenlesen und das ist auch gut für mich, denn das Thema hängt mit meinem Thema Menschen überzeugen zusammen. Aber gleichzeitig auch ist es eine schöne Abwechslung in meinem Podcast, um eben auch andere Experten zu Wort kommen zu lassen. Und dann ist es immer im Wechsel Solo-Folge, Expertenfolge, Solo-Folge, Expertenfolge. Und Sie können sich vorstellen, als ich diesen Kanal eröffnet habe, diesen Podcast eröffnet habe, das war jetzt vor 1,5 Jahren, da hatte ich nämlich genau 0 Zuhörer, also 0 Subscriber. Und diese 0 Subscriber sind dann natürlich mit der Zeit gestiegen. Und ich freue mich jetzt, dass nach 1,5 Jahren auch dieses konstante Posten von gutem Inhalt dazu geführt hat, dass ich jetzt in den Top 10 Charts bin im Bereich Karriere. Das heißt also, ich habe jetzt einen Top 10 Karriere-Podcast. Hören Sie natürlich auch gerne rein, wenn Sie Lust haben.
Und dieser Karriere-Podcast ist eben dadurch entstanden, dass ich das, was ich Ihnen hier predige, auch umgesetzt habe. Ich habe mich auf einen Kanal fokussiert, ich habe mein Wissen weiter ausgebaut, ich habe ständig meine Podcast-Folgen gepostet, 2-mal in der Woche, und ich habe mich mit anderen Experten ausgetauscht, sodass ich also hier einen unglaublich guten Content habe, der übrigens auch für alle meine Zuhörer kostenlos zur Verfügung steht. Man kann sich also den Podcast bei iTunes oder bei Google Podcasts oder bei Spotify überall herunterladen. Und das ist mein eigenes Beispiel. Damit möchte ich Ihnen zeigen, dass es in gewisser Weise auch innerhalb von 1,5 Jahren geht, dass Sie in Deutschland zum Top 10 digitalen Experten werden. Also es dauert nicht 10 Jahre, nicht 20 Jahre, sondern wenn Sie guten Content liefern, der dann seinerseits wiederum geteilt wird, dann geht es auch ein bisschen schneller. Dann komme ich jetzt zum Schritt Nummer 2, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Und zwar ist das das sogenannte journalistische Mindset. Jeder von uns, der jetzt digital Menschen überzeugen möchte, ist jetzt nicht live vor Ort, sondern er postet etwas, entweder bei YouTube oder bei LinkedIn oder auch vielleicht in Form eines Newsletters per E-Mail. Und wir alle werden dadurch zu Journalisten. Ob wir also wollen oder nicht, sind wir automatisch im digitalen Zeitalter Journalisten geworden, mit dem einzigen Unterschied zum echten Journalisten, dass wir es nicht gelernt haben, wie wir unsere Posts, also unsere Zeitungsartikel in Anführungsstrichen, wie wir diese vermarkten und wie wir diese formulieren. Aber um die eben erfolgreich im Netz da draußen zu verteilen, brauchen wir das journalistische Mindset, und ich habe für Sie hier mal 5 Punkte zusammengefasst, auf die Sie bei Ihren Posts, egal ob Videoposts, Audioposts oder Textposts, worauf Sie extrem achten könnten. Erstens ist es das Thema Catchy Title. Das heißt also, Sie können Ihren Vortrag irgendwie nennen. Zum Beispiel könnte ich meinen heutigen Vortrag nennen: Man kann im digitalen Zeitalter etwas anders kommunizieren, und in diesem Webinar erzähle ich Ihnen, wie das geht. Das ist natürlich viel zu lang, das ist nicht catchy. Stattdessen heißt mein Vortrag Digitale Rhetorik, also es sind nur 2 Wörter, und das macht natürlich neugierig darauf, was dann kommt. Dann haben wir Nummer 2, Catchy Picture oder Thumbnail. Immer dann, wenn Sie zum Beispiel bei Facebook oder LinkedIn posten, gibt es ja immer die Möglichkeit, auch ein Bild mit anzuhängen, und Sie kennen ja den Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter. Heißt also, wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie unbedingt nicht nur irgendein Bild installieren oder beziehungsweise hochladen, sondern ein Bild, was gleich Emotionen weckt. Denn es geht nicht nur um die Qualität Ihres Contents, sondern es geht darum, dass auch Emotionen geweckt werden, denn wir erinnern uns an den Informationsüberfluss. Die Menschen haben 20, 30, 50 Posts, die sie sofort in 10 Sekunden durchscrollen, und da muss natürlich Ihr Post auftauchen, egal ob das bei YouTube ist oder im Instagram-Feed, und das schaffen Sie eben durch ein catchy Picture beziehungsweise ein schönes emotionales Thumbnail. Der dritte Punkt ist das Video. Sie haben ja vielleicht von Mark Zuckerberg gehört. Er sagt, dass das Video das Hauptmedium sein wird im 21. Jahrhundert. Das heißt also, wenn Sie die Möglichkeit haben, ein Video mit zu integrieren, dann machen Sie das auf jeden Fall. Und es ist kein Zufall, dass ich beispielsweise meinen heutigen Vortrag für Sie nicht nur in Form von PowerPoint-Slides gestalte, sondern dass auch meine Kamera an ist und dass Sie zumindest dann mein Gesicht und meinen Oberkörper sehen können, weil eben Menschen Videos mögen. Sie kennen das auch aus Ihrer Freizeit. Sie schauen gerne Netflix an, Sie schauen gerne Amazon Prime an, Sie schauen gerne YouTube an. Und so ist es natürlich auch bei Ihren Kunden und Ihren Rezipienten. Das heißt also, wenn Sie Informationen herausposaunen, wenn Sie da ein Video integrieren können, ist das schon die Königsklasse. Nummer 4, achten Sie auf Farben und Formen. Und hier geht es darum, aufzufallen. Wenn Sie sich zum Beispiel meine Farben angucken. Sie haben hier einen lila Hintergrund, einen orange-gelben Text. Das hat einfach nur den Sinn, dass meine Slides etwas anders aussehen als alle, nicht so langweilig und gleichzeitig auffallen. Welche Farbe und welche Form Sie konkret nutzen wollen, da fragen Sie 2 Experten und bekommen 3 Meinungen. Das ist immer Geschmackssache. Sollte man blau nutzen für Seriosität? Sollte man rot nutzen für Gefahr? Sollte man grün nutzen für beruhigende Informationen? Das alles ist Geschmackssache. Was aber auf jeden Fall richtig ist, ist die Tatsache, dass Sie insgesamt etwas auf Farben und Formen achten und dass die Farben und Formen ein bisschen auch zusammenpassen. Wie das im Detail dann aussieht, also wenn Sie da Fragen haben, da gibt es ja viele Marketing- und Digitalexperten, die können Ihnen dazu viel mehr sagen, aber eigentlich nur der Tipp,
Wenn es auffällt, wenn es grell ist, dann ist es gut genug, denn Journalisten achten natürlich auch immer darauf, dass es visuell sofort ins Auge springt. Und der letzte Punkt, was ein Journalist immer macht, das ist der Punkt, den eigenen Text zu polieren. Was heißt das jetzt? Viele von uns schreiben ja schnell mal eben eine E-Mail, ein Newsletter, einen Facebook-Post, Instagram oder auch immer, aber sie posten, sie lesen den Text nochmal durch und posten den einfach, nachdem sie ihn auf Fehler vielleicht korrigiert haben. In Wirklichkeit aber sollten sie darauf achten, dass sie nicht nur die Fehler rausbekommen, sondern dass sie den Text polieren. Und das bedeutet, dass sie bestimmte Formulierungen verbessern, dass sie passendere Wörter wählen, dass sie wirklich durch den Text noch einmal durchgehen und anschließend sich überlegen, wie könnte ich das noch besser formulieren. Es geht also nicht um die Quantität, sondern um die Qualität ihrer Posts. Wir haben ja schon gehört, wir leben im Informationsüberfluss. Wir brauchen also nicht mehr von mittelmäßiger oder schlechter oder durchschnittlicher Information. 0815, das kann natürlich jeder. Wenn Sie aber digitale Experte in Ihrem Bereich sein wollen, dann müssen Sie natürlich auch besser sein als die anderen. Also ich sage mal, besser als 100 andere, überdurchschnittlich sein. Und das gehört nun mal dazu, seinen eigenen Text zu polieren und nochmal zu verbessern. Dazu finden Sie auch einer meiner letzten Podcast-Folgen. Die habe ich gemacht mit Heribert Prantl, der war Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung und der beschreibt beispielsweise in unserer Podcast-Folge, in unserem Interview sehr schön, wie man die Texte eben polieren kann und wie viel Zeit man darauf verwenden sollte. Insofern, wenn Sie die Texte polieren, auf Farben achten, Videos integrieren, ein schönes Bild dazu machen und dann auch noch einen schönen Titel, dann haben Sie dieses journalistische Mindset und dann machen Sie auch alles richtig. Dann nochmal komme ich schon zum Schritt Nummer 3, wie Sie digital überzeugen. Und das ist guter Content versus Fake News. Es gibt ja sehr viele Menschen, die aus Faulheit einfach Texte kopieren, Textfitzel kopieren, irgendwelche Artikel von Yahoo, Web.de oder was auch immer einfach mal reinnehmen, irgendwelche Zitate, die von anderen Menschen sind und am Ende immer wieder den gleichen Mark Twains oder Albert Einsteins zugewiesen werden. Und das ist natürlich nicht schön. Also wenn Sie wirklich Experte sind, digitaler Experte, dann checken Sie natürlich Ihre Fakten. Dann benutzen Sie verlässliche Quellen und dann investieren Sie auch Zeit für Ihre Recherche. Also wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel schreibe oder wenn ich ein Buch schreibe, dann dauert das nun mal länger. Dann brauche ich schon mal für eine Seite Text manchmal 1 bis 2 Stunden. Aber dann ist diese Seite auch sehr, sehr gut und sie ist besser als viele andere Seiten, weil der Text eben gut recherchiert ist. Und hier ist auch Qualität vor Quantität. Also wenn Sie nicht sicher sind und Sie wollen beispielsweise einmal in 2 Wochen was posten oder sogar nur einmal im Monat. Auch das ist besser, als jeden Tag Content rauszuhauen, denn es geht nicht darum, den meisten Content zu produzieren, sondern guten Content zu produzieren. Und am Beispiel meines Podcasts sehen Sie ja, ich poste nur 2-mal in der Woche, aber dafür bin ich innerhalb von 1,5 Jahren unter den Top 10 Bildungspodcasts. Und das ist jetzt nur eine Sphäre. Ich möchte jetzt nicht mehr Beispiele geben und mich noch mehr mit Weihwasser berauschen, aber wichtig ist zu verstehen, es geht um Qualität. Und wenn Sie nur einmal pro Woche posten oder einmal in 2 Wochen posten, dafür ist aber Ihr Post inhaltlich unglaublich gut, dann machen Sie das genau richtig und dann haben Sie auch nicht diese Gefahr der Fake News, denn das ist etwas, also Fake News ist nicht immer nur, wie Donald Trump sagt, okay, CNN, it's Fake News, very bad channel. Also es geht bei Fake News nicht immer um bewusste Fake News, also dass Menschen Manipulationen und falsche Fakten verbreiten, sondern viel häufiger beobachte ich unbewusste, fahrlässige Fake News. Und diese fahrlässigen Fake News hängen einfach damit zusammen, dass man dann als Autor nicht genug Zeit investiert hat für die Recherche und für die richtigen Zitate und die richtigen Quellen und die richtigen Fakten. Das heißt, ich fasse nochmal die 3 Schritte kurz nochmal zusammen. Der Schritt Nummer 1, sehen Sie nochmal hier, digitales Expertenimage, indem Sie also digital präsent sind, erstmal auf einem Kanal. Das können Sie ja später nochmal ausweiten. Das ist Schritt 1. Schritt Nummer 2 ist das journalistische Mindset. Also machen Sie es professionell mit dem Titel, mit dem Bild, mit dem Video, mit dem Text und den Farben. Und das dritte ist, guter Content besteht darin, dass Sie die Dinge gut recherchieren und nicht fahrlässige Fake News verbreiten. Draußen in der Welt.
So, dann geht es noch das Thema mit dem richtigen Kanal. Das ist nämlich eine Frage, die immer beim Vortrag Digitale Rhetorik kommt. Ja, aber mit welchem Kanal soll ich denn anfangen? Es gibt Xing, LinkedIn, es gibt Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Podcast und natürlich viel, viel mehr als hier stehen. Und da ist mein Ratschlag folgender. Wenn Sie dieses Digital-Experten-Image aufbauen und erstmal nicht wissen, welchen Kanal sollen Sie nehmen, dann fragen Sie sich, in welchem Kanal oder bei welchem Medium sind Sie am stärksten? Sind Sie am stärksten im Bereich Schreiben? Sind Sie am stärksten im Bereich Sprechen? Oder sind Sie am stärksten im Bereich vor Kamera präsentieren? Und dementsprechend suchen Sie sich dann den ersten Kanal aus. Was meine ich damit? Wenn Sie beispielsweise gut schreiben können, dann bietet sich natürlich Xing und LinkedIn an. Wenn Sie eher B2B-Themen haben, wenn Sie eher Entertainment-Themen haben, dann schreiben Sie natürlich auch sehr viel mit Facebook und Instagram und verlinken zum Beispiel auf einen Blog. Wenn Sie gut schreiben können, wenn Sie gut sprechen können, dann ist zum Beispiel für Sie Nummer der Podcast ein ganz schönes Mittel, wo Sie, wie ich Ihnen gezeigt habe, innerhalb von 1,5 Jahren auch zum Top 10 Podcast in Deutschland werden können. Und wenn Sie sich wohlfühlen vor Kamera, dann ist natürlich für Sie YouTube auch sehr, sehr eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Das bedeutet also insgesamt, dass Sie selbst entscheiden können, welchen Kanal Sie auswählen. Und diesen Kanal wählen Sie aus, je nachdem, wo Sie eine persönliche Stärke haben. Ja, und dann gibt es noch fast schon zu guter Letzt die Frage der Sofortness. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff. Sofortness bedeutet, dass Menschen die Informationen sofort haben möchten. Das heißt, Menschen können es nicht abwarten, den nächsten Blogartikel von Ihnen zu lesen, den nächsten Podcast. Und manchmal kriege ich auch Nachrichten, warum nur zwei Podcast-Folgen pro Woche, warum nicht jeden Tag, warum postest du nicht mehr Blogartikel, warum veröffentlichst du nicht noch mehr YouTube-Videos? Und da müssen wir uns wiederum beschränken. Es geht also darum, dass Sie Ihr eigenes Tempo finden und die Kunden oder die Menschen, die Sie konsumieren, die müssen ein bisschen geduldig sein. Das heißt also, wenn Sie nur einmal in 2 Wochen posten, ist es absolut in Ordnung. Es gibt auch zum Beispiel einen ganz berühmten Blogger in den USA, mit dem habe ich mich letztes Jahr getroffen, Tim Urban, der hat einen ganz berühmten Blog, Wait But Why. Sehr lesenswert, ist natürlich auf Englisch und der manchmal veröffentlicht er auch nur einen Blogpost im Monat oder in 2 Monaten. Aber dafür wird dieser Post auch häufig angeklickt. Das heißt, lassen Sie sich nicht durch diese Sofortness, also diesen sofort, ich will mehr Infos, gib mir mehr Infos und dieses ständige Posten ableiten vom rechten Pfad der Tugend, sondern posten Sie in Ihrem Tempo und lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Sie zum Beispiel gesagt haben, 2 Blogposts pro Woche, dann bleiben Sie dabei und machen Sie es nicht schneller. Zum Schluss des Vortrags möchte ich noch kurz auf die Generation Y und Z eingehen oder die Generation Y und Z. Ganz wichtig ist es, wenn Sie digitale Rhetorik anwenden und Sie kommunizieren mit jungen Menschen, die im Jahr 85 geboren sind und jünger, also die jünger als 35 sind, die brauchen in ihren Posts 2 Botschaften. Und zwar habe ich das mal zusammengefasst mit dieser Formel Profit and Purpose. Profit and Purpose bedeutet, erklären Sie Ihren jungen Zuschauern oder Ihrer jungen Kaufgruppe nicht nur den Profit, also welchen Nutzen Sie von Ihrem Produkt ziehen, egal ob Sie jetzt Rhetorik verkaufen, Schuhe verkaufen oder Eis verkaufen, egal in welchem Bereich Sie arbeiten, Sie müssen nicht nur den Benefit herausstellen, sondern auch den Purpose. Und mit Purpose meine ich, was machen Sie, was der Welt oder die Welt zu einem besseren Ort macht, was der Welt hilft? Also nicht nur Geld scheffeln und immer mehr hier einstecken, immer mehr Dollars oder Euros und damit das Portemonnaie wächst, sondern die Generation Y und Z, die achtet extrem darauf, dass sie neben dem Benefit oder dem Profit auch kommunizieren, wie sie sinnhaft ihr Geld investieren, wie sie sinnhaft die Welt verbessern und was sie tun, um eben die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das können Sie natürlich schaffen, indem Sie diesen Purpose ausdrücklich kommunizieren. Also ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie beispielsweise T-Shirts verkaufen, dann können Sie nicht nur zeigen, warum Ihre T-Shirts so einzigartig sind, sondern zum Beispiel auch, dass Sie aus wiederverwertbaren Materialien die T-Shirts herstellen oder in besonders fairen Bedingungen, sagen wir von mir aus auch in Bangladesch oder Indien, aber eben, dass Sie mit Fair Pay Ihre Menschen in Asien fair bezahlen. Das ist nur ein Beispiel. Sie können auch andere Beispiele bringen, wie Sie die Welt verbessern.
Und diese Beispiele sollten Sie natürlich in Ihren Posts hin und wieder dann mit erwähnen, um auch die Generation Y und die Generation Z auf Ihre Seite zu bringen. Ja, und diese schnellen Tipps für E-Mails, für virtuelle Meetings und für Posts, die habe ich mir vorbehalten, falls genug Zeit da ist. Das würde ich abhängig machen davon, wie viele Fragen Sie mir in der Zwischenzeit gestellt haben. Da komme ich also gleich drauf. Wenn Sie also gleich eine Frage haben, formulieren wir sie. Und wenn ich dann noch Zeit habe, gehe ich kurz auf diese schnellen Tipps ein. Ansonsten würde ich Ihnen gerne meinen Online-Kurs empfehlen, meinen Online-Kurs Überzeuge im Gespräch. Dazu poste ich gleich einen Link in das Chatfenster. Wenn Sie also mehr über Rhetorik erfahren wollen, mehr darüber erfahren wollen, wie Sie Menschen überzeugen können, dann können Sie anschließend meinen Online-Kurs erwerben für 79 Euro. Und da gebe ich Ihnen 20 Tools in der Kommunikation, wie Sie Ihre Kommunikation eben auf ein etwas höheres Level bringen können. Und jetzt würde ich auch schon zum Q&A-Teil rübergehen. Ich suche mal hier das Fragefeld und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein paar Fragen stellen. Also ich sehe hier schon eine Frage, das ist gut. Und den Fragesteller lasse ich mal anonym. Aber jetzt wäre die Zeit, das ist ja der Vorteil eines Live-Webinars, wenn Sie jetzt ins Chatfenster, das müsste bei Ihnen dann rechts im Panel zu sehen sein, wenn Sie jetzt Ihre Frage an mich formulieren, denn mit einer Zwischenfrage, da kann ich vielleicht ein paar Unklarheiten noch beseitigen zum Schluss des Webinars. Also ich sehe hier die erste Frage und sie heißt, wie ist das Verhältnis vom Liefern des Content zum Ertrag Umsatzgenerierung im Schritt 1. Also das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also wie viel Content, wie viel Inhalt sollten Sie liefern im Verhältnis dazu, dass Sie dann auch am Ende Ihren Pitch machen können? Und in Wirklichkeit können Sie das ein bisschen abschauen von mir, wie ich das gemacht habe. Ich habe, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ich habe jetzt 25 Minuten Content gegeben und mein Pitch zu meinem Online-Kurs, also Stichwort Ertrag und Umsatzsteigerung für mich durch meinen Online-Kurs 20 Kommunikationstools, der kam erst nach 25 Minuten und der Pitch, der war insgesamt dann ungefähr eine Minute lang. Also das heißt, Sie geben erst ganz viel Content, Sie geben viele Inhalte, viele gute Tipps. In meinem Vortrag ging es ja um viele gute Tipps zum Thema digitale Rhetorik und erst anschließend machen Sie dann Ihren Pitch. Was Menschen heutzutage nicht ertragen können, wenn Sie dann gleich am Anfang zu sehr pitchen, wenn Sie zu salesy sind, also zu viele Verkaufsargumente bringen, das mögen Menschen nicht. Menschen mögen Sie als digitalen Experten sehen, auch so wahrnehmen. Anschließend möchten Menschen eine gute Antwort von Ihnen. Und dann, wenn Sie dieses Vertrauen zu Ihnen haben, dass Sie wirklich es drauf haben, dann können Sie auch gerne in den Pitch gehen und sagen, okay, so und so, ich habe hier für Sie noch dieses eine interessante Paket und das können Sie gerne für den und den Preis anschließend erwerben. Und Stichwort anschließend erwerben, da poste ich Ihnen jetzt mal an alle diesen Link, den Sie dann wahrscheinlich sehen können, zu meinem Online-Kurs Überzeuge im Gespräch, die 20 Tools der Kommunikation. Ich sehe hier noch eine Frage. Danke für den super Vortrag. Hier bleiben keine Fragen offen. Das ist natürlich sehr freundlich. Und hier steht noch eine Frage. Wo adressiere ich die Zielgruppe B2B, Y und Z idealerweise? Und das ist auch eine gute Frage. Also man findet natürlich die Generation Y und Z dort, wo sie sich am meisten tummelt. Und das ist natürlich gerade Instagram, ist gerade extrem in Facebook, immer weniger. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die klassische Medien wie beispielsweise LinkedIn nutzen, was gerade im Kommen ist. Also Xing war eher die letzten 10 Jahre nach meiner Auffassung ganz stark. LinkedIn ist jetzt gerade modern im Kommen, wo auch viele junge Menschen sich tummeln. Und wenn Sie dann natürlich die Möglichkeit haben, auf YouTube zu gehen, da sind natürlich auch sehr junge Menschen, also die Zielgruppen sind da häufig zwischen 15 und 25 Jahren. Also wenn Sie diese Zielgruppe erreichen wollen, dann ist auch YouTube ein sehr, sehr schöner Weg. Also wie gesagt, Instagram, wenn es eher schriftlich-bildlich ist, YouTube, wenn es Videos sind und wenn es Karriere-Themen sind, dann ist LinkedIn aus meiner Sicht auch das Mittel zur Wahl. So, ich schaue nochmal auf die, kommen nur Dankesnachrichten. Ich würde jetzt nochmal 10 Sekunden warten. Sie haben jetzt also die letzte Chance, 10 Sekunden was zu tippen. Wenn Sie, wir sind jetzt auch sehr gut in der Zeit. Den Link, wie gesagt, zum Webinar, zu meinem Online-Kurs finden Sie dann im
unten im Chatfenster. Ansonsten sehe ich jetzt keine Frage mehr. An dieser Stelle dann danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie dabei geblieben sind. Danke auch für die Komplimente. Ich sehe hier sehr spannend. Vielen Dank. Fantastisch. Freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Vielleicht sehen wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung wieder. Natürlich empfehle ich Ihnen auch meinen kostenlosen Podcast Menschen überzeugen. Hören Sie da mal rein. Und ansonsten finden Sie alles über mich auf der Webseite www.argumentorik.com. Die ist sicherlich auch verlinkt, wo Sie das Webinar hier gefunden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielleicht bis bald. Euer Wladislaw Jachtschenko.